Im Unterengadin gibt es jetzt die Klimatruppe. Sie kompensiert persönlich die Ferien der Gäste. Wenn ein Gast im Hotel duscht, kompensiert es der einheimische Klamoska, indem er kalt duscht. Auch der Energieverbrauch vom Seilbahnfahren wird kompensiert. Und zwar von Rudi Haller. Er fährt für den Gast mit dem Velo statt dem Auto ins Büro. Ich habe mich gefragt, ob das ernst gemeint ist. Ja, das meinen wir sehr ernst. Wir machen schon viel fürs Klima, aber es kann nie genug sein. Und ich gehe jetzt einfach mit dem Velo arbeiten. Geht ein Gast im Boy Nenjadina in die Sauna, dreht die Familie famos die Heizung runter und kuschelt sich auf dem Sofa zusammen. Und wenn der Gast etwas von weiter weg bestellt, kompensiert es der Nicolin Meier. Ich esse die ganze Woche regional und saisonal für unsere Gäste. Die Klimatruppe meint es ernst. Diesen Winter werden von ihr im Unterengadin die Ferien der Gäste kompensiert. Von Rudi, Rahel, Nicolin und vielen anderen. Jetzt Ferien im Unterengadin persönlich kompensieren lassen.